Wenn man sich einen neuen PC konfiguriert, kommt man an eine Frage nicht vorbei. Setzt man auf eine klassische Luftkühlung oder doch einer moderneren Wasserkühlung? Ab wann macht eine Wasserkühlung überhaupt Sinn? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Kühlmethoden? Dies und vieles mehr erfährst du nach dem Intro. Wasserkühlung oder Luftkühlung? Was ist eigentlich besser? Diese Frage kann man natürlich nicht einfach so pauschalisieren, denn beide Kühlmethoden haben, wie im Intro bereits erwähnt, so ihre Vor- und Nachteile. Fakt ist allerdings, dass Luftkühler aktuell deutlich beliebter sind und somit auch öfter verbaut werden als Wasserkühlungen. Dies hängt natürlich mit einem der ausschlaggebendsten Punkte beim Kauf eines Kühlers zusammen, nämlich dem Preis. Denn Luftkühler sind im Regelfall immer deutlich günstiger als eine Kompaktwasserkühlung, geschweige denn eine Custom-Wasserkühlung. Während man einen guten Luftkühler schon bereits ab 20 Euro erwerben kann, beginnen die ersten AIOs, also Kompaktwasserkühlungen, welche auf einem 120 mm Radiator basieren, ab 55 bis 70 Euro. Gute Kompaktwasserkühlungen mit 240 mm Radiator beginnen hier meist erst ab 80 Euro und sind somit deutlich teurer als Luftkühler. Für den Aufpreis bekommt man aber doch bestimmt eine bessere Kühlleistung, oder? Die Antwort ist jein. Denn setzt man hier auf einen wirklich guten Luftkühler, welchen man meist schon ab 50 Euro bekommt, unterscheiden sich hier die beiden Kühlmethoden punkto Kühlleistung lediglich um ein paar Grad. Diese können zwar beim Übertakten, wenn man wirklich das Maximum an Leistung aus seiner CPU rausholen möchte, durchaus relevant sein, doch ist dies für einen klassischen PC von 600 bis 1000 Euro eher irrelevant, da das gesparte Geld je nach ausgewählter Hardware in eine bessere CPU bzw. Grafikkarte deutlich sinnvoller angelegt ist. Doch warum greifen denn überhaupt dennoch so viele PC-Gamer zu einer teuren Kompaktwasserkühlung oder geben teilweise sogar hunderte von Euro für eine Custom-Wasserkühlung aus? Die Antwort ist hier zum einen natürlich wegen einer schickeren Optik und zum anderen, weil es sich natürlich hierbei oft um Hardware-Enthusiasten handelt, die wirklich auch das Maximum aus ihrer CPU rausholen möchten. Und dort ist eine Wasserkühlung natürlich durchaus vom Vorteil, weil man mit einer Wasserkühlung auch die maximale Kühlleistung erzielen kann. Gerade das Thema Design oder Optik liegt natürlich immer im Auge des Betrachters und ist reine Geschmackssache. Doch gefällt den meisten eine Wasserkühlung einschließlich mir optisch einfach deutlich besser. Gerade bei Custom-Wasserkühlungen hat man viele Freiräume und kann sich hier auch voll und ganz ausleben und so aus seinem PC ein wahres Kunstwerk machen. Aber auch eine schicke AIO, also Kompaktwasserkühlung, weiß hier durchaus zu überzeugen und wirkt auch viel aufgeräumter und lässt auch meiner Meinung nach den anderen verbauten Komponenten mehr Spielraum hervorzustechen. Während ein großer Luftkühler zwar optisch auch durchaus etwas hermachen kann, lässt er aber auch schnell mal andere Komponenten teilweise sehr stark untergehen. Dies ist aber nur meine persönliche Meinung, daher schreibt mal gerne in die Kommentare, was euch optisch besser gefällt, eine Wasserkühlung oder doch ein schicker Luftkühler. Kommen wir nun zu einem weiteren Faktor, welcher auch bei vielen Käufern eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Kompatibilität. In vielen Foren und anderen Informationsquellen liest man sehr oft, dass der Einbau von Luftkühlern deutlich einfacher ist als der von Wasserkühlungen. Dies mag zwar auf Custom-Wasserkühlungen auf jeden Fall zutreffen, ist bei AIOs aber nicht zwangsläufig der Fall. Denn diese lassen sich auch sehr einfach verbauen, zumindest wenn man weiß, wie es geht, und dazu helfen einem natürlich tausende von Videotutorials auf YouTube, wo das nochmal genauer erklärt wird. Das heißt, es ist gar nicht so schwer und ist meiner Meinung nach auch genauso einfach, wie eine Luftkühlung zu verbauen. Viel entscheidender ist hier aber die Kompatibilität zum Arbeitsspeicher. Möchte man nämlich einen RGB-RAM verbauen, ist dieser Arbeitsspeicher meist höher als die regulären RAM-Riegel. Gerade bei Luftkühlern kommt es hier häufiger zu Kompatibilitätsproblemen, da es sein kann, dass der Kühler auch mal über die RAM-Bänke ragt. Die meisten Entwickler haben hierbei auch schon entgegengesteuert, sodass es mittlerweile auch viele Luftkühler gibt, welche auch mit hohem Arbeitsspeicher kompatibel sind. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, vor dem Kauf noch einmal zu recherchieren, ob denn der gewählte Luftkühler auch mit hohen RGB-RAM kompatibel ist, sofern man in diesen überhaupt verbauen möchte. Bevor die Frage in den Kommentaren auftaucht, nehme ich sie mal kurz vorweg, denn auch die beigefügten Boxed-Kühler bei den CPUs kann man im Regelfall auch problemlos mit den hohen RGB-Rahmen verwenden. Das soll es auch für dieses Video erstmal wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, damit ihr auch zukünftig nichts mehr verpasst. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.